Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge. Es geht weiter mit einigen Division Rival Spielen und meinen Division Rival Rewards. Ich habe es im letzten Video schon angekündigt. Ich wollte das Video eigentlich gestern schon hochladen, hat zeitlich allerdings leider nicht mehr geklappt. Trotzdem vielen, vielen Dank für das Feedback bei den Monats-Rewards sozusagen, bei den Weekend League Rewards besser gesagt. Ihr habt über 6000 Likes rausgehauen. Das Video kam richtig, richtig nice bei euch an. Hat mich auf jeden Fall gefreut, würde mich freuen, wenn wir das heute auch wieder packen würden und abonniert den Kanal unbedingt, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, auch wenn ich online gehe, beziehungsweise live gehe, denn das ist heute wieder der Fall. Ich möchte um 11 Uhr die Weekend League wieder spielen, kommt da unbedingt in den Stream und mit 11 Uhr meine ich dann nicht 11 Uhr abends, sondern 11 Uhr morgens, also in 3 Stunden. Das Video hier kommt um 8 Uhr morgens und der Stream soll dann um 11 Uhr starten. Würde mich freuen, wenn ihr mich da wieder supporten würdet. Letzte Woche hat es richtig, richtig gut geklappt im Stream und diese Woche möchte ich es mir auch noch ein bisschen besser einteilen. Heißt, letzte Woche gab es 3 Streams, diese Woche möchte ich es eher auf 4 Streams verteilen. Ich muss mal schauen, wie ich das hinbekomme. Der Plan ist, Samstagmorgen zu streamen, Samstagabend, Sonntagmorgen und Sonntagabend. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die Spiele verteilen werde, ob ich dann am Ende im Sonntagabend-Stream dann die meisten mache. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen, dass es so wieder dann laufen wird. Aber schauen wir einfach mal, im ersten Stream morgen um 11 Uhr, beziehungsweise heute um 11 Uhr morgens, möchte ich dann wieder 10 Spiele machen. Je nachdem, wie es läuft, vielleicht auch ein paar mehr oder ein paar weniger. Das werden wir dann definitiv sehen. Ansonsten, ja, das letzte Video kam, wie gesagt, richtig, richtig gut an. Es haben mir extrem viele Leute gegönnt, dass ich so viel Packluck hatte. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann checkt es auf jeden Fall ab. Aber es gab auch ein paar Leute, die meinten, yo, das ist die größte Frechheit, was du ziehst. Das ist schon gar keine Road to Glory mehr. Fand ich schon recht unterhaltsam, sowas zu lesen. Ich meine, ich kann auch nichts dafür, was in meinen Packs ist. Aber nun gut, das waren so wenig Kommentare und solche Leute kann ich auch nicht ernst nehmen. Von dem her lassen wir es einfach gut sein. Ansonsten, die Frage der Episode ist heute, würde ich sagen, was ist euer Ziel für die zweite Weekend League? In der ersten Weekend League habe ich ja Elite 3 um einen Sieg verpasst. Deswegen Ziel für die zweite Weekend League definitiv diese Woche Elite klar machen. Das ist ganz klar, vor allem, weil wir unser Team jetzt extrem verbessern konnten. Denn dadurch, dass ich Aubameyang gezogen habe und ich ihn nicht kaufen musste, ja, haben wir uns einfach 270.000 Münzen um den Dreh gespart, die wir für ihn ausgeben hätten müssen. Ansonsten wollte ich eigentlich ursprünglich Aubameyang holen und wahrscheinlich Van Dijk für die Innenverteidigung, weil der dieses Jahr einfach unfassbar stark ist, 1,93 groß, nicht übel schnell, aber einfach unfassbar stark und groß. Dieser Plan hat sich fürs Erste ein bisschen geändert. Ihr werdet das in der nächsten Folge oder im Stream um 11 Uhr sehen. Also kommt einfach in den Stream oder schaut euch einfach entspannt Montag die Weekend League Zusammenfassung an. Kann auch sein, dass die Dienstag erst kommt. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze hinbekomme. Jedenfalls habe ich das Ganze echt nochmal ordentlich verbessert, das Team. Sieht jetzt richtig, richtig stark aus meiner Meinung nach und lässt sich mit Sicherheit auch nochmal viel, viel stärker zocken als das Team von der letzten Woche. Ansonsten habe ich sogar ein paar Vorschläge bekommen, wie ich diesen roten King im Team einbauen kann. Ich habe ja in meinen zwei roten Player-Picks einmal Hövedes bekommen mit einer 84, der definitiv nicht spielen wird mit 55 Tempo auf der Linksverteidigerposition. Und dann noch Joshua King, Mittelstürmer, Forster Skills, relativ schnell, sogar schneller als Gabriel Jesus und ja, auch relativ gut Stärke, gut Abschluss. Also der sieht eigentlich echt stabil aus, hat auch mehr Ingame-Werte als Jesus. Also da müssen wir mal testen, ob der wirklich besser ist. Ich werde ihn in der Weekend League auf jeden Fall als Super Sub benutzen. Ich hatte vorher immer Williams von Sevilla. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der spielt gerade. Atletico Bilbao oder Sevilla, eins von beiden. Ich glaube Atletico Bilbao. Der spanische Stürmer, ihr wisst Bescheid, wen ich meine. Den hatte ich als Super Sub, jetzt habe ich Joshua King als Super Sub und ich möchte auf jeden Fall mal testen, wie gut der ist. Und je nachdem, wie gut er ist, könnte es natürlich sein, dass ich den wirklich im Startteam spiele. Dadurch müssten wir allerdings Kondogbia aus dem Team werfen und uns Pogba holen. Und das ist jetzt so eine Sache und da möchte ich euch auf jeden Fall auch noch fragen. Hat irgendjemand von euch schon Pogba gespielt dieses Jahr? Ich muss sagen, Pogba war immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler
die letzten zwei Jahre mit seinen 5-Star-Skills seit FIFA 17 einfach eine unfassbar geile Karte. Letztes Jahr hat er mir auch extrem stark gefallen. In FIFA 17 hatte der relativ viel bei seinem Defensivwert. In FIFA 18 hat das Ganze dann abgenommen und in FIFA 19 ist das Ganze jetzt nämlich noch schlimmer geworden, dadurch, dass er High-Low Work Rates hat. Das bedeutet High im Angriff und Low in der Defensive. Das bedeutet, dass er eigentlich alles nach vorne macht und nach hinten halt durch die Low-Arbeitsraten relativ wenig. Und eigentlich dachte ich mir, wenn ich mir Pogba hole, möchte ich den als ZDM spielen, weil ich spiele ja die 4-2-3-1 und als ZOM will ich den auf keinen Fall spielen, weil da spiele ich dann lieber jemand Schnelleres als Pogba. Meiner Meinung nach ist Pogba auch eigentlich echt kein Zehner, eher so ein Achter, also eigentlich ist das der perfekte Achter. Und da ist halt jetzt das Problem, kann ich Pogba auf der ZDM-Position spielen? Schreibt mir das unbedingt mal gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren, ob ihr damit schon Erfahrungen habt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Badeschlappen spielt den Pogba auch, aber ich weiß nicht, auf welcher Position er ihn spielt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, eure allgemeine Meinung zu Pogba. Kann man den auf dem defensiven Mittelfeld spielen oder sollte ich da lieber drauf verzichten und mir zum Beispiel Kanté holen? Den kann man natürlich auf jeden Fall als ZDM spielen und den würde ich sowieso nur als ZDM spielen. So einen Kanté würde ich niemals als ZM oder so spielen oder alles andere. Das ist der perfekte ZDM. Alle anderen Positionen sind bei Kanté eher nix, würde ich sagen. Ansonsten ja, sieht das dann relativ schwer aus mit dem Mittelfeld. Mit Fabinho bin ich aktuell noch sehr, sehr zufrieden. Erinnert mich so ein kleines bisschen an Vieira, auch wenn er da nicht wirklich drankommt. Aber Vieira war letztes Jahr mein absoluter Lieblings-Mittelfeldspieler, sogar vor Rullit, muss ich sagen. Einfach deswegen, weil der alles abgeräumt hat. Rullit hat auf jeden Fall auch mega Spaß gemacht, aber Vieira war einfach eine ganz andere Welt in der Defensive. Und den möchte ich mir dieses Jahr unbedingt auch wiederholen. Aber bis wir uns den holen können, wird wahrscheinlich noch einiges an Zeit verstreichen. Und da bin ich mir dann auch nicht sicher, ob ich mir dann den Prime direkt holen kann oder erstmal die Baby-Version hole. Da bin ich mir noch relativ unsicher. Ihr habt jetzt die letzten Division Rival-Spiele gesehen. Wir haben extrem lange gezockt für Rang 1. Das war Mittwochabends und ich habe um 21 Uhr dann angefangen, mich in Rang 1 hochzuspielen. Ich hatte, glaube ich, 2.000-3.000 Punkte Abstand und man braucht am besten 2.000-3.000 Punkte Abstand nach vorne, um dann sicher in dem Rang zu sein. Und dann habe ich 5 Stunden am Stück Division Rivals gespielt, um in diesen Rang 1 zu kommen. Das sind Division 4 Rewards. Ab jetzt bin ich jetzt in Division 3 und bekomme sozusagen dann für nächste Woche die Division 3 Rewards. Und ich muss sagen, die sind viel, viel schlechter meiner Meinung nach, die Division 3 Rewards, als die Division 4 Rewards. Bei Division 4 Rang 1 habe ich jetzt, finde ich, richtig geile Packs bekommen. Ein 35k Pack, ein 45k Pack und ein 50k Pack. Das ist überragend. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich bei Division 3 als Rang 1 Rewards bekomme, aber ich glaube, da bekommt man 2 seltene Mega-Packs und irgend so ein komisches Elektrum-Spieler-Pack. Da feiere ich das 50k-Pack, 45k-Pack und 35k-Pack eigentlich echt viel mehr, aber das werden wir auf jeden Fall testen. 45k-Pack ist noch nicht am Start. Wir starten mit dem 35k-Pack und da bekommen wir ja den guten Portugiesen Danilo Pereira. Und man muss sagen, wäre ich einen Rang 2 bekommen, hätte ich statt dem 45k Pack ein 15k Pack bekommen. In dem 15k Pack hätte ich sicherlich nichts besonders Gutes bekommen. Aber hat sich das Zocken gelohnt? 5 Stunden am Stück spielen für das 45k Pack. Wir ziehen schon mal keinen Walkout, aber ein Brett. Und das wird England, Rechtsverteidiger Walker. Let's go! Auch diese Woche habe ich mich natürlich nicht für die Münzen entschieden, sondern für die Packs. Und es hat sich direkt mit dem 45k Pack ausgezahlt. Denn Walker kostet 85.000 um den Tränen, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich ihn dann verkauft habe. Ich habe den dann auch mit meinem Walker aus meinem Verein getauscht. Dadurch haben wir jetzt einen First Owner bzw. Erstbesitzer Walker im Team. Außerdem natürlich auch Aubameyang, Erstbesitzer im Team. Wir können jetzt fast schon eine First Owner Road to Glory machen. Will ich natürlich jetzt nicht unbedingt, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Richtig, richtig nice. First Owner Karten sind natürlich nochmal ein bisschen cooler, als sie frisch zu kaufen sozusagen. Dann kommen wir noch zum 50k Pack. Das war ja letzte Woche unfassbar stark bei mir mit Marcelo und mit Robben. Diesmal auch kein Walkout. Wir ziehen in Bosnien
und das wird Dzeko. Mit einer 85 natürlich eine stabile Karte, aber das soll nicht alles gewesen sein, was in dem Pack ist. Denn da war noch eine weitere geile Karte und damit machen wir wieder über 120.000 Münzen Gewinn mit den Division Rival Rewards. Denn in dem Pack ist auch noch Alisson, der zu dem Zeitpunkt ca. 20.000 Münzen wert war. Dzeko auch so 5.000 bis 6.000. Also es hat sich mal wieder absolut gelohnt, die Packs zu wählen und nicht die Coins. Und so werde ich das die nächsten Wochen definitiv auch weitermachen. Auch wenn ich die nächsten 2-3 Wochen keinen Packluck habe. Ich habe unfassbar viele Münzen Gewinn gemacht. Ich habe jetzt glaube ich schon 450.000 Münzen mit 3 Division Rival Rewards gemacht. Das ist unfassbar. Und so macht es auf jeden Fall auch richtig, richtig Spaß. Ansonsten kann ich natürlich verstehen, dass wenn ihr keinen Packluck habt, dann lieber die Coins nehmt. Aber ich werde auf jeden Fall fürs Erste weiterhin die Coins nehmen. Ansonsten war es das von der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen fetten Like da, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und dann erwarte ich euch um 11 Uhr im ersten Weekend League Livestream. Ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's bis dann gut, haut rein und ciao, bis später.